Hallo und herzlich willkommen bei Sina im Gewächshaus. Und auf diesen Moment habe ich 11 Monate gewartet. Ich zeige euch gerade die Siberian Tiger. Und bin dieses Jahr etwas enttäuscht. Enttäuscht von mir selbst, denn ich habe der Siberian Tiger den falschen Platz gegeben. Hier etwas schattiger als letztes Jahr und das war ein großer Fehler. Siberian Tiger war die Tomate des letzten Jahres für mich. Überhaupt die Tomate, also gleich nach der Ochsenherz. Also durchschnittlich war sie so groß. Es gibt größere und kleinere Früchte noch. Flach wie Flachpfirsich. Und hat auch fast diesen Geschmack gehabt, also und viel, viel dunkler. Je mehr Sonne die Früchte abbekommen, desto dunkler werden die. Und von innen werden sie, sind die richtig rosa, dunkelrosa. Außergewöhnlicher Geschmack, besonders bei den letzten Tomaten hat man gar nicht gedacht, dass das eine Tomate ist. Also Wahnsinn Geschmack. Ich denke, jetzt diese Tomate wird nicht so gut schmecken, denn die hatte viel weniger Sonne abbekommen. Also von der Siberian Tiger habe ich 2 Tomatenpflanzen. Beide habe ich 2-triebig gezogen. Das schafft sie auch. Man muss ihr nur optimale Bedingungen dafür geben. Die kann auch locker 2 Meter erreichen, aber dieses Jahr, wie gesagt, war sie sehr schwach und da habe ich die auch schon gekappt. Eine von der Siberian Tiger habe ich gerade aufgeschnitten und probiert. Also ich bin heute echt satt von den Tomaten. Und ja, die ist überhaupt nicht so süß, wie die letztes Jahr war. Aber die ist auch nicht so schwarz. Also letztes Jahr war die richtig, richtig, richtig schwarz. Also man hat das Rote fast gar nicht gesehen. Die Tomaten werden süßer, wenn man die nicht so oft gießt. Aber jetzt musste ich gießen wegen dieser Wahnsinnshitze. Als Ergebnis für dieses Jahr über die Siberian Tiger. Es kommt jedes Jahr darauf an, was die für einen Standort hat. Wie das Wetter so ist. Okay, Wetter war gut, aber ich musste dafür viel gießen. Und je mehr man gießt, desto weniger süß werden die Tomaten. Ich werde die auf jeden Fall nächstes Jahr wieder pflanzen und ihr einen anderen Platz geben. Das war die Siberian Tiger. Mit euch war Sina. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!